Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 4.2.2020. So Leute, wir haben jetzt einen neuen Creator Code, den könnt ihr gerne hier unten rechts im Item Shop eintragen. Einfach SU gleich eintragen, dann jetzt auf Annehmen drücken und dann kriegt ihr nix. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir nicht wirklich was Neues. Also, ich glaube hier dieser Super Sauer da, also beziehungsweise die Limetta hat, glaube ich, ein neues Outfit bekommen, einen neuen Style, ne? Aber das war's dann, glaube ich, auch. Oder war die schon so? Ich weiß nicht. Also, wir fangen jetzt einfach mal mit der Pizza an, der Pizza Party, Pizza Party, Party, Pizza, Pizza, Party, Party, Pizza. Mega geil, das Teil. Herr Sofort hat sich den natürlich auch gegönnt, als absoluter Pizza-Liebhaber. Ja, da gucken wir mal, wie sehen denn da momentan die Benotungen aus? Wir haben hier derzeit jetzt einen 5 Sterne. Geht nicht. 4,35 von 5 bei 17 Votes am 23. September 2019. Das erste Mal drin gewesen, siebte Mal, 6 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen. So, weiter geht's mit dem nächsten Item. Das ist der Old School. Oh, der ist so geil. Hab ich auch Zusammenschnitt, ein Video dazu. Müsste oben jetzt in der rechten Ecke verlinkt sein. Der Oldschool habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. War schon cool, auf jeden Fall. So. Gucken wir mal in die Benotung rein von dem Teil. Ein bisschen wenig, finde ich. Dafür, dass er so geil ist. Geht doch wieder nicht, was da los? 3,81 von 5 bei 26 Votes am 20. Mai 2019. Das ist das fünfte Mal. 14 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 29 Tagen. Weiter geht's mit dem nächsten Item für heute. Der Baumspalter, der Tree Splitter. Ja, mit dem Teil kann ich jetzt nicht wirklich so viel anfangen. Ist halt der alte dreckige Axt. So, und da haben wir hier folgendes Voting. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich gebe dem 3. Und geht auch wieder, no, das geht, 3,82 von 5 bei 22 Votes am 14. September 2018. Das erste Mal drin gewesen, das neunte Mal, 20 Mal. Ich habe immer das Gefühl, wenn man was schlechter macht, dann funktioniert die Benotung, ey. So, das letzte Mal im Shop vor 63 Tagen am 3. Dezember. Dann kommen wir zu dem nächsten verrückten Item. Das ist hier dieses Volksmusikfest. So, mega cooles Teil, der Hute Nanny, finde ich zumindest ziemlich witzig. Dem gebe ich mal, ich gebe dem 5. Und das funktioniert sogar. 3,69 von 5 bei 13 Votes am 2. April 2018. Das erste Mal drin gewesen. Das 12. Mal. 17 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 65 Tagen. 1. Dezember. Der Speer. Für 800 V-Bucks. Der Scout. Oh, mit dem Teil kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen. Das ist jetzt nicht so mein Ding hier. Der Speer. Jo, da hätten wir folgende Benotung. Sind hier bei... Kriegt von mir gerade mal einen Stern. Ich finde den schrecklich. Und das geht natürlich nicht. So, 3,64 von 5 bei 36 Votes am 30. Oktober 2017. Das erste Mal drin gewesen. Das 15. Mal. 36 Reminders. Letztes Mal im Shop. Vor 26 Tagen. Jetzt kommen wir zu der durchgeknallten... Hier die... Flower Power Tusse. So. Da hier mit den komischen... Maracas oder was das sind, ich glaube es sind Maracas. Oma zu Blümchen drin. Da ein Traumfänger um den Hals. Peace-Zeichen. Jo. Und Schlappe, oder? Ja, die Badelatschen hat sie an. Dreamflower. Hier. Ja, ich finde die jetzt nicht ganz so doll. Kriegt von mir 2 Sterne. Geht natürlich auch wieder nicht. 3,36 von 5 bei 64 Votes am 2. September 2018. Das erste Mal drin. Das fünfte Mal. Virtual Reminder. Das letzte Mal im Job. Vor 24 Tagen am 11. Januar. So, dann kommen wir zum nächsten Item für heute. Das ist hier der Sauer. Für 300 V-Bucks.
Die Lackierung ist halt ekelhaft. Also die Farbe ist so schrecklich. Ganz schrecklich. Ist hier Zesti. Zesti hat gleich eine deutlich schlechtere Benotung. Wenn es geht bitte nicht. So. Okay, 3,18 von 5 bei 11 Votes am 19. September 2019. Das ist mal drin gewesen. Das fünfte Mal. Drei Reminder. Das ist das letzte Mal im Shop. Vor 37 Tagen. Am 29. Dezember. Da wird wahrscheinlich das komplette Set das letzte Mal drin gewesen sein. Oh nein, ist nicht so. Sehe ich gerade. Ja, jetzt sind wir schon bei der Limetta. Sind wir schon bei der Limetta angelangt. Und ich glaube, dieser Style ist neu. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der Style ist neu. Und der sieht natürlich tausendmal besser aus als das eklige Popelgrün da. Ja, das ist ja widerlich. So, aber so geht's, oder? So kann man die... So kann man sie sich angucken, ohne dass man Würgereflex bekommt, oder? Also, dann gucken wir mal rein. Die hat hier folgendes Voting. Oh, nee, das ist falsch. Das wollte ich nicht haben. Das wollte ich auch nicht haben. Limelight. Das wäre dann das Teil hier. Und der gebe ich... Also der neue Style ist ein bisschen besser. Da kriegst du von mir auch zwei Sternchen. 2,04 von 5 bei 24 Votes am 19. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Vierte Mal. Acht Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 79 Tagen. Am 17. November 2019. So, dann kommen wir zum nächsten Item von heute. Das ist... Achso, das ist hier... Der Rucksack. Naja. Also, dann sind wir bei den sauren Schlägern. Gibt's auch zwei verschiedene Styles. Okay. Also irgendwie ist das alles ziemlich eklig. Also geschmacklos. Schrecklich. Horrible. Geht von mir auch nur ein Stern. 1,63 von 5 bei 8 Votes. 19. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal. Zwei Reminder. Das letzte Mal im Shop. Vor 79 Tagen. Am 17. November. Jetzt kommen wir zum nächsten tollen Item. Das ist hier jetzt super sauer. Also nicht nur, dass es schrecklich ist, jetzt bewegt sich es auch noch. Also es ist Horror. Es ist wirklich der reinste Horror. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, ich schlafe heute Nacht schlecht davon. Für 500 V-Bucks. Katastrophe. Also wie kann man sowas... Also ich verstehe das überhaupt nicht, sowas Geschmackloses. So, hier, da, ein Stern. Geht nicht! An error occurred. So, und es geht nicht. 3,67 von 5 bei 3 Votes am 17. Bei 3 Votes! Heute, was haben da manche dafür Noten gegeben? Verstehe ich gerade gar nicht. 5, 3, 3. 11 durch 3. Ich weiß es nicht. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Irgendeiner hat da 5 gegeben. So, 17. November 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das zweite Mal. 4 Reminders. Das letzte Mal im Shop. Wie die anderen Teile. So, dann sind wir hiermit auch schon soweit durch. So, jetzt kommen wir zu dem Megavolt. Ja, hier schon mal so ein Elektroschocker direkt irgendwo dran gewickelt. Für 800 V-Bucks das Teil. Ja, Megavolt. Finde ich aber auch persönlich jetzt nicht so der Bringer. Da gebe ich auch mal... Ah, ich gebe dem 3 Sternchen. Geht er aber wieder nicht. 2 von 5 bei 5 Votes am 20. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal. Ein Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 55 Tagen am 11. Dezember. So, dann kommen wir zu dem vorletzten Item für heute. Und das ist hier der heiße Draht. Ey, das Ding, das blitzt und das macht. Und da hast du schon mal eine Autobatterie um den Hals getragen hier, du. Sensationell. Und wenn wir das Ding da hinten noch draufpacken, da sieht es noch viel krasser aus. Guck mal, da funkt es überall und blitzt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn hier. Krass. So, 12 Volt. 12 Volt Batterie und da unten hat er hier so einen Stock da, 1500 V-Bucks das Teil.
Jo, der Hotwire, der hat hier folgendes Voting. 3 von 5 bei 13 Votes am 20. September 2019 das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal 16 Reminder. Das letzte Mal schon vor 55 Tagen. Dann kommen wir zum letzten Item für heute. Und es ist der Moisty Merman. Oder auch der Sumpfmann. So sieht er schrecklich aus. Also das war ja mal ursprünglich die alte Version von dem Ding hier in auch so einem ekligen Grün. Aber da haben sie sich halt mal ein bisschen was einfallen lassen, haben dann die Farben geändert. So finde ich den gar nicht mal so schlecht. Ja, so sieht er gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen giftig, aber also so sieht er noch geiler aus. Also finde ich, Geschmackssache, aber ich finde, der hat was. So, dann streckt er die Zunge raus an der Seite und dann haben wir nochmal hier in Lila. Also das sind wieder Farben, ne? Das ist da, drehen die Synapsen im Hirn wieder hohl, wenn die das sehen, die müssen das alles erstmal verarbeiten, was das für ein komisches Zeugs hier, also gut, der Sumpfmann, was geben wir dem für eine Note hier, also gehen wir mal da drauf und dann haben wir, ja, ich finde ihn inzwischen aber eigentlich ganz cool mit den vielen Teilen zur Auswahl, also sind wir bei 3,0 von 5 bei 140 Votes. Am 25. Mai 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 11. Mal. 63 Reminders. Das letzte Mal im Shop. Vor 71 Tagen am 25. November. So, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Bewertung vom heutigen Shop. Und dann gehen wir mal hier raus und dann gucken wir uns das mal an. So, die eigentliche Bewertung sieht momentan folgendermaßen aus. Wir haben hier derzeit 5111 Hateds. 1018 jetzt mehr und 539 Lovets, also es hated überwiegt bei weitem und ganz ehrlich, dem kann ich auch nur folgende Benotung geben, das ist ein hated, ganz schnell, 5114 hated, oh, da sind noch drei Stück mit hinzugekommen in der kurzen Zeit hier, 5114 hateds. So, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal bitte den Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman Leisch. Und dreimal's gut, bis dann und tschüss.